Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es das Manga-Update für den Monat Januar. Und wir fangen auch ohne Umschweife direkt an und zwar mit Tokyo Pop. Da habe ich nämlich am meisten von geholt und da fangen wir einmal an mit Sommer der Glühwürmchen Band 4 von Nana Haruta. Das ist der hier. Das ist ein, ja, sehr schöner, süßer Band, wo zwar noch nicht ganz so viel mit der Liebe vorangeht, wo es zwar noch nicht so großartig vorangeht mit der Liebe in diesem Band, aber er ist trotzdem ganz, ganz toll süß und natürlich wie immer ein toller Zeichenstil von Nana Haruta und ja, schön wie immer. So, als nächstes My Magic Fridays Band 9 von Arina Tanemura. Ja, in diesem Band ist Nekota ein wenig früher für sein Alter, möchte ich mal so sagen. Und ja, ein spannender und auch ein wenig lustiger Band würde ich den Band beschreiben. Und, aber trotzdem auch sehr süß, auf jeden Fall. Dann ein Einzelband, die mit den Wölfen spielt, von Yuki Shiraishi. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist es der hier. Das ist ein sehr, sehr niedlicher Einzelband und ja, die Geschichte ist ganz, ganz cool und mal ein bisschen anders auch und ja, kann ich nur empfehlen. Dann Küsse und Lügen Band 2 von Rina Yagami. Das ist der letzte Band von der Reihe, also es ist mit 2 Bänden abgeschlossen und es ist ein süßer Band und wir kriegen auch einen kleinen Zukunftseinblick und ja, ein toller Abschlussband auf jeden Fall. Dann Scary Lessons Band 16 von Emi Ishikawa. Ja, es gibt natürlich wieder viel Horror, viel Gruseliges zu sehen in diesem Manga und es wird einem einfach nicht langweilig mit ihren Horrorgeschichten. Sie entwickelt immer wieder tolle neue kurze Horrorgeschichten und kann ich immer nur empfehlen, Scary Lessons. Dann von Kayoru eine neue Reihe, die jetzt auch kein Einzelband ist. Das ist ja, glaube ich, dann ihre zweite Reihe, die eine mehrbändige Reihe ist. Und zwar ist das Nach der Schule Liebe Band 1. Und ja, da geht es halt um ein Highschool-Pärchen, was geheiratet hat und ja, jetzt in Ehe leben muss und sich so ein bisschen damit abfinden muss. Und ist ganz, ganz süß auf jeden Fall gemacht und auch sehr lustig. Dann Band 2 von QQ Swapper von Kyusuke Motomi. Das ist der. Der ist auch ganz lustig, besser als der erste Band. Vor allen Dingen auch interessant, dieser Band hier, denn wir erfahren so ein bisschen was über die Vergangenheit der Hauptcharakterin. Und auf jeden Fall ein sehr interessanter Band und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und als letztes von Tokyo Pop eine neue Reihe und zwar Lala Hallelujah Band 1 von Yuka Fujiwara. Ich hatte mich sehr auf diese Reihe gefreut, allerdings fand ich den ersten Band jetzt nicht so mega spannend. Die Zeichnungen sind richtig schön, das auf jeden Fall. Es gab übrigens auch in diesem Band wieder eine I Love Shoujo Card dabei. Aber der Manga an sich war jetzt noch nicht so der Burner. Also ist ganz nett. Wieso stellt meine Kamera nicht scharf? Ah, jetzt. Ist ganz nett, der Manga. Hat einen tollen Zeichenstil, aber bis jetzt hat die Story mich noch nicht so umgehauen. Und ich weiß auch noch nicht, was die Story so wirklich verfolgt. Was da so, ja, worauf es da so hinauslaufen soll. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken. Dann kommen wir auch schon zu Egmont. Und zwar XX Mieban 16 von Ema Toyama. Es geht einfach irgendwie nicht richtig voran. Also ich weiß auch nicht, ich meine, es geht zwar schon ein bisschen voran, aber irgendwie, wenn der Hauptcharakter einen Schritt vormacht, geht er wieder 2 Schritte durch irgendwas anderes Blödes zurück. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, so kommen wir nie ans Ende. Und so langsam kann der echt mal ein Ende bekommen, der Manga. Dann Kamikamika Eshi, Band 5, auch von Ema Toyama. Die Reihe ist besser als XX Me, allerdings auch jetzt nicht so der Burner. Also sie hatte echt schon bessere Reihen, aber der Zeichenstil macht halt vieles bei ihr immer wert. Und ja, guter Zeichenstil, aber Story so lala. Dann Beast Boyfriend Band 4 von Saki Aikawa. Der war toll, der war wirklich gut, der Band, der war lustig, der war spannend, der war süß und einfach halt alles, was ein Shoujo braucht und wirklich sehr toll. Und als letztes von Egmont, Tsukuya Band 4 von Peach Pete.
Und ja, hier bekommen wir auch einen Blick in die Vergangenheit unserer Protagonistin. Und auf jeden Fall ein interessanter Band, in dem ein bisschen was schon mal aufgeklärt wird über den Hauptcharakter. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn bis jetzt finde ich die Reihe wirklich gut. Sie ist mal was anderes. Und als allerletztes und damit auch der einzige von Kase habe ich Magi The Labyrinth of Magic, Band 19 von Chinobu Utaka. Ja, zu diesem Band kann ich nicht viel sagen, abgesehen davon, dass viel Kampf wieder enthalten ist. Also der Kampf geht weiter, es ist noch so, ja, es ist wirklich ein Band, wo wirklich fast nur gekämpft wird wieder. Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Bände eigentlich ganz gut, aber irgendwie fand ich diesen Band jetzt nicht so toll. Ich weiß auch nicht, der hat mich jetzt nicht so geflasht, der Band. Ja, aber mal gucken, wie es weitergeht und ob es im nächsten Band dann wieder besser ist. Und ja, das waren meine Mangas. Ich habe die jetzt ziemlich schnell durchgerattert, merke ich gerade. Also es ging sehr schnell. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel um den heißen Brei zu sabbeln, weil ich glaube, für euch ist es interessanter, wenn es ein bisschen schneller geht. Und wenn es anders ist, könnt ihr es mir gerne sagen, wenn ihr wollt, dass ich wieder mehr erzähle dazu und ein bisschen mehr sabbeln soll. Aber ich wurde halt darauf angesprochen, dass ich vielleicht ein bisschen weniger erzählen sollte und es ein bisschen schneller machen sollte von ein paar. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder.